So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Ich habe gerade The Walking Dead aufgenommen und ich muss jetzt ein bisschen meine Nerven beruhigen. Deswegen habe ich mir gedacht, eine kleine Runde mit Socki herumstreifen und dann das hier. Es ist eiskalt und ich kriege Schnupfen. So, soll uns aber jetzt gerade mal egal sein. In der letzten Folge haben wir herausgefunden. Ja, was haben wir in der letzten Folge eigentlich rausgefunden? Ich muss mal ganz kurz. Halt die Klappe. Quest. Keiner glaubt, dass der einzige Beweis für Mercer Freys Verrat sei in Gallus Tagebuch zu finden. Ah ja, genau. Ich lang dir nicht in die Taschen, das ist ja ekelhaft. Wir setzen uns jetzt mal hier kurz her. Also, wir haben in der letzten Folge ja versucht, diese nette Dame, ich habe den Namen schon wieder vergessen, auszuschalten. Und die hat uns ja dann ein bisschen aufgeklärt. Unser Auftraggeber hat den damaligen Führer der Diebesgilde um die Ecke gebracht und wir haben sein Tagebuch, das wir aber übersetzen lassen müssen. Und deswegen sind wir jetzt hier. Und wie geht's jetzt weiter? Es tut mir leid. Könntet ihr den Geruch beschreiben? Als ob ein schreckliches Monster explodiert wäre. Was habt ihr getan? Es war eine Die kleinere Magier lassen uns nicht in die Akademie rein. Sie sagen, dass es da drin nicht sicher ist. Genau aus diesem Grund haben die Leute ein Problem mit eurer Akademie, Nela. Asso sagt, dass sein Paar sagt, dass die Akademie viele böse Dinge tut. Aber die Magier, die ich gesehen habe, sehen nett aus. Wenn Erwachsene reden, bist du ruhig. So. Guten Wenn ihr Tag. Was braucht, sagt es mir nur. Ja, wollte ich gerade. Wenn ihr mit der Akademie zu tun habt, könnt ihr gerne bleiben. Im Grunde genommen ist das auch unsere Haupteinnahmequelle. Okay, ein Zimmer nehme ich mir jetzt mal nicht, aber wir sollten hier rein. Zu dem Herrn, da sollen wir. Ist das ein Elf? Ja, es ist ein Elf. Für die Akademie habe ich ja. Zu tun. Was gibt es? Kalia hat mich geschickt. Kalia? Jo. Hat sie es endlich gefunden? Habt ihr Gallos Tagebuch? Ja, aber es gibt ein Problem. Ein Problem? Lasst mal sehen. Ah, das sieht Gallus ähnlich. Ein guter Freund, aber immer schlauer als gut für ihn war. Er hat den ganzen Text in der Fallmehrsprache geschrieben. Könnt ihr das übersetzen? Nein, aber ich kenne jemanden, der es vielleicht kann. War ja klar. Der Hofzauberer von Markarth, Kalzelmo, hat vielleicht die Unterlagen, die ihr braucht, um das zu übersetzen. Okay. Eine kleine Warnung. Kalzelmo hütet seine Forschungen wie seinen eigenen Augapfel. Es wird nicht leicht sein, ihm die Informationen zu entlocken. Ach, das kriegen wir schon hin. Was genau ist ein Flammer? Warum frage ich das denn jetzt? Ich frage sie mir, was genau ist ein Flammer? In der Zeit, bevor es Menschen gab, waren sie als Schneeelfen bekannt. Sie lebten im Sonnenlicht und bildeten eine wohlhabende Gemeinschaft. Okay. Sie glichen also eurem Volk. Wie die Altmeer? Ja, ich würde sagen, dass die Schneeelfen uns kulturell durchaus das Wasser reichen konnten. Okay. Warum sind sie unter die Erde gegangen? In der ersten Ära zogen die Nord gegen die Fallmeer in den Krieg. Sie töteten sie zu Tausenden, um sie aus ihrer schneereichen Heimat zu vertreiben. Oh. Die Fallmeer zogen sich unter die Erdoberfläche zurück und schmiedeten ein wackeliges Bündnis mit den Zwergen, die sie schließlich verrieten. Dieser Verrat machte aus den Fallmeer, was sie jetzt sind. Scheußliche, blinde Monstrositäten mit einem glühenden Hass auf alles außer auf ihre eigene Art. Naja, kann man ihnen teilweise auch nicht verdenken. Ach ja, Krieg ist was Widerliches. Für mich klingt es eher so, als wären sie Opfer. Ja, genau. Würde ich auch so, so sehen. Ihr scheint sie zu verachten. Dann werde ich als... Was? Dann werde ich alles daran setzen, sie zur Strecke zu bringen. Nö, warum? Ja, da habt ihr wohl recht. Vergebt mir. Ich habe mehrere enge Freunde an die Fallmeer verloren und das verstellt mir ein wenig den Blick. Naja. Wenn ihr mehr über sie lernen wollt, könnt ihr gern mein Buch zu diesem Thema durchlesen. Es müsste auf meinem Tisch liegen. Na, das werden wir doch gerne tun. Weshalb hat Gallus sein Tagebuch in der Fallmeersprache geführt? Davon abgesehen, dass es nur eine Handvoll Leute in Tamriel gibt, die die Sprache auch nur erkennen?
Ich bin ziemlich sicher, dass er einen Raubüberfall plante, für den eine gründliche Kenntnis der Fallmeersprache erforderlich war. Leider hatten wir nie die Gelegenheit, über die Einzelheiten zu sprechen. Woher hat er das Wissen, wie er sie anwenden kann? Ironischerweise habe ich ihn in dieselbe Richtung geschickt wie euch, nach Markart, zu Kalzelmo. Ah. Ich hoffe nur, dass das, was auch immer er benutzte, um die Sprache zu erlernen, euch immer noch zur Verfügung stehen wird. Ah, das hoffe ich auch irgendwie. Was könnt ihr mir über Gallus erzählen? Er war ein guter Freund von mir und ein überraschend gelehriger Schüler akademischer Themen. Ich war am Boden zerstört, als er getötet worden war. Dieses Risiko war bei seiner Arbeit wohl immer gegeben. Ich hätte nur nie gedacht, dass sein Glück einmal zu Ende gehen würde. Anscheinend war der Gallus wirklich ein netter Kerl. Er war ein Forscher und dennoch hat er einen anderen Weg gewählt. Warum? Tja, nun, weil das natürlich aufregender war. Er hat uns klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass er sich mehr in seinem Element fühlte, wenn er durch ein Fenster kletterte, als wenn er seine Nase in einem staubigen Buch vergrub. Kann man ihm auch irgendwie nicht verdenken. Ist wahrscheinlich wirklich spannender, das Leben eines Diebes. Wie habt ihr ihn denn kennengelernt? Ah ja, das ist eigentlich eine recht amüsante Anekdote. Ich habe ihn tatsächlich bei dem Versuch erwischt, in mein Labor einzubrechen. Oh. Ich wollte ihn gerade dafür bestrafen, als er eine seltsam kenntnisreiche Bemerkung über meine Forschungsnotizen machte. Ich war überrascht und so ergab sich eine Unterhaltung. Cool. Wer hätte gedacht, dass sie zu einer so engen Freundschaft führen würde? Auch nicht schlecht. Da sieht man mal wieder, dass Freundschaft was viel, 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 viel Schöneres ist als Krieg. Er war ein guter Freund von mir und ein überraschend gelehriger Schüler. Ja, das hast du mir schon erzählt. Ich war am Boden zerstört, als er getötet worden war. Einfach mal mit den Feinden sich unterhalten. Oft. Stinkig oder so? Warum willst du nicht neben Socki sitzen? So, was gibt's denn Gutes? Lachs. Ja, müsste ich aber stehlen, deswegen stehen wir wieder auf. Dachte ich, ich kann mich mit der hier ein bisschen unterhalten. Na, dann halt nicht. Dann gehen wir halt wieder. Ich verkaufe so gut wie. Ja, sie verkauft so gut wie alles, wollte sie sagen. Mann, ist das hier kalt, ey. Boah. Samira steht immer noch mitten auf dem Weg. So, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen. Oh. Moment. Lass mich mal ganz kurz in die Quests gucken. Warte, Arsch. Wir sollen mit Kalkelmo sprechen. Ja, stimmt aber. Ist das echt da oben? Anscheinend. Okay. Kein Problem. Da waren wir ja auch schon. Dann auf und davon. Zum Glück können wir da mit der Schnellreise hin. Der Weg wäre jetzt echt weit. In Himmelsrand tobt ein blutiger Bürgerkrieg zwischen den aufständischen Sturmmänteln und weiter kann ich nicht lesen, weil ich wieder viel zu spät angefangen habe. So, dann gehen wir mal hier rein. Das war doch der, der uns so ein tolles Angebot für unseren Bogen gemacht hat. Haben wir da nicht noch eine Nebenquest zu erfüllen? War da nicht was? Ich glaube schon. So. Guten Tag, die Herren. Stieren Sie mich an. Und wer bist du? Tungvar Silberblut. Ihr da. Seid ihr auch so ein kaiserlicher Lakai? Nein. Los, antwortet. Ich bin ein Nord, aber ich unterstütze das Kaiserreich. Na und? Nein, tue ich nicht. Ich bin kein Freund der Kaiserlichen. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich bin kein Freund der Kaiserlichen. Ist ja auch die Wahrheit. Endlich jemand mit etwas Verstand. Danke. Das Kaiserreich ist dabei, alles zu zerstören, wofür Himmelsrand steht. Ehre, Stolz, den mächtigen Talos. Jarl Siegmund kann uns nicht mehr lange ignorieren. Da hat die Silberblutfamilie ein Wörtchen mitzureden. Die Silberblutfamilie kennen wir ja. Ihr habt etwas über Talos gesagt. Warum sollte der Jarl auf euch hören? Guten Tag.
Eine nette Ork-Dame schleicht da an uns vorbei. Kann ich da noch nachgucken? Ich würde ja gerne auf den Hintern... Ach nee, ich bin ja Socki. Ich darf ja gar nicht. Ihr habt etwas übers Talos erwähnt oder gesagt. Ein wahrer Held der Nord. Eine Legende. Ein Mann von solcher Größe, dass die Göttlichen selbst seine Seele in den Himmel holten und ihn zu einem Gott machten. Er begründete das Kaiserreich. Und jetzt haben sie sich von ihm abgewandt, um die Elfen zu beschwichtigen. Elfen! Herrschen die Elfen im Himmelsrand oder die Nord? Wie wär's denn, wenn beide zusammen herrschen würden? Hm? Du Lappen? Warum sollte der Jarl auf euch hören? Was hat es mit den Elfen auf sich? Sie haben den großen Krieg angezettelt und beinahe die Kaiserstadt zerstört. Dann wählte der Kaiser den Weg eines Feiglings und kapitulierte. Jetzt schreiben uns die Elfen vor, was wir zu tun haben. Und sie wollen nicht, dass wir einen bloßen Menschen wie Talos als Gott verehren. Okay, also erstens mal ist Aufgeben im Kriegsfall nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Intelligenz. Denn wer aufgibt, beendet den Krieg und damit das Leid und das Sterben. Und zweitens, ich kenne auch so einen Gott, der nennt sich Tisi. Liebe Grüße. Warum sollte der Jarl auf euch denn hören? Uns gehört die Sidna-Mine. Das beste Gefängnis im Himmelsrand. Und Quelle der Hälfte des Wohlstands in dieser Stadt. Wir sorgen für die Sicherheit von Reach. Wir überschwemmen Markarth mit Reichtümern. Aber hört der Jarl uns zu, wenn wir mitreden wollen? Nein. Er übersieht dabei geflissentlich, dass Ulfric Sturmmantel diese Stadt vor den Abgeschworenen rettete. Ulfric ist ein Held und kein verdammter Verbrecher. Ulfric hat Markarth gerettet. Wie? Er benutzte die Drachensprache. Ah. Er brüllte diese Abgeschworenen von den Mauern. Dann führte er einen Trupp Nordkrieger hinein und eroberte die Stadt. Genau wie Talos selbst bei der Schlacht von Altheroldan, als er Reach aus den Händen dieser heidnischen Eingeborenen befreite. Okay. Ja. Macht in meiner Stadt keinen Ärger. Nein, mach ich nicht. War nett mit dir zu plaudern. Bisschen engstirnig, der Mann. Ah, Zwergentechnologie, so wie es aussieht. Hier drin. Aber wir waren ja hier schon mal, soweit ich... Nette Elfenrüstung. Ich habe auch so eine. So. Ihr da, wer seid ihr, dass ihr euch dem Jarl von Markarth nähert? Ihr da, wer seid ihr, dass du mich so blöd von der Seite anquatscht? Ich bin ein Reisender, ich habe Fragen. Das würde Socki ähnlich sehen, diese Antwort. Ich suche nach Arbeit. Ich habe nach einem Haus in Markarth gesucht, das ich kaufen kann. Nein, wir wollen kein Haus in Markarth. Ich bin ein Reisender, ich habe Fragen. In Ordnung, ihr dürft euch dem Thron der Trauer nähern. Aber passt auf, was ihr sagt. Haltet auf der Straße die Augen nach Abgeschworenen offen. Ich darf mich dem Thron der Trauer nähern? Der Thron der Trauer steht bei mir auch. Der steht im Badezimmer. So. Na du? Es hat sich herausgestellt, dass Mardanach der wahre Mörder von Markarth war. Im Namen der Stadt entschuldige ich mich hiermit für eure ungerechtfertigte Festnahme. Ach, das ist aber nett. Dankeschön. Seid ihr der Jarl? Ich suche nach Arbeit. Ich möchte ein Haus in eurer Stadt kaufen. Nein. Hat der Krieg Markarth schwer getroffen? Interessiert mich eigentlich beides überhaupt nicht. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu regieren. Wenn du mich entschuldigen würdest, ist mir egal. So. Und guck mir nicht so auf den Hintern. Blödmann. Hallo, guten Tag. In der Festung befindet sich eine ganze Zwergenstadt namens Nichuanzel. Haltet euch besser davon fern, wenn ihr euch nicht mit einem Dampfzenturio annehmen wollt. Och, mit dem lege ich mich schon an. Habe ich jetzt kein Problem damit. Hallo, Hundi. Ja, du bist ein Feiner. Jo, fein!
So, aber wo ist der Mann, den wir hier suchen sollen? Ich muss arbeiten. Ich auch. Mir Anton den Kopf ab. Ja, dann mach mal. Okay, hier ist keine Treppe, da kann ich nicht runter. Wo ist der Mann, mit dem wir sprechen sollen? Ich schau mal auf die Gebietskarte. Hier. Boah, da kann man ja gar nichts erkennen. Ach du guter Gott. Okay, aber er ist auf jeden Fall hier, aber wahrscheinlich nicht hier drin. Haben wir uns wieder verlaufen? Keine Sorge, Jungs. Ich tue euch nichts. Noch nicht. So. Ach, da bist du. Genau, dich habe ich gesucht. Camillo. Hör zu, ich bin sehr beschäftigt. Ich hoffe, es ist wichtig. Ich habe gehört, dass ihr Fachmann für die alten Flammersprache seid. Oder Falmersprache. Dann seid ihr gut informiert. Ja, ne? Ich stehe gerade tatsächlich unmittelbar davor, mein Hauptwerk zu diesem Thema abzuschließen. Ich nenne es Kalzelmos Handbuch zur Falmersprache. Es wird unser Verständnis dieses alten Volkes revolutionieren. Na, das ist doch ganz... Ich wollte gerade sagen, das ist doch Dufte und hier steht Dürfte. Okay. Dürfte ich einmal einen Blick auf eure Arbeit werfen? Absurd. Für diese Forschungsarbeiten habe ich mich jahrelang in einigen der gefährlichsten Dwemer-Ruinen in Himmelsrand abgerackert. Ihr müsst verrückt sein, wenn ihr glaubt, ich würde sie jemandem zeigen, bevor sie abgeschlossen sind. Och Mann. Aber ich bin ein großer Bewunderer eurer Arbeit. Was verlangt ihr, damit ihr eure Meinung ändert? Gewährt mir Zutritt oder ihr werdet es bereuen. Ich versuche ihn erstmal zu überreden. Aber ich bin doch ein Bewunderer von eurer Arbeit. Ich kenne den Alten nicht mal. Ich weiß eure Gefühle zwar zu schätzen, aber ich muss dennoch ablehnen. Da ihr meine Arbeit bewundert, werdet ihr sicher einsehen, dass meine Forschungen geheim gehalten werden müssen. Okay, irgendwie mag ich den. Ich würde jetzt eigentlich drohen, also einschüchtern, aber irgendwie mag ich den. Ich versuche ihn mal zu bestechen. Ich weiß ja nicht, mit wie vielen Gelehrten ihr Umgang pflegt, aber ich kann euch versichern, dass persönlicher Wohlstand nicht zu unseren Prioritäten zählt. Er will es ja nicht anders. Er will ja nicht anders. Mann. Okay, gewährt mir Zutritt oder ihr werdet es bereuen. Ist euch klar, dass mir auf das kleinste Zeichen hin die gesamte Stadtwache von Markarth zur Hilfe eilt? Diese Vorgehensweise solltet ihr besser noch einmal überdenken, sonst findet ihr euch auf dem Henkersblock wieder. Ja, aber was soll ich denn sonst tun? Vergesst es, vielleicht komme ich später wieder. Ja, wenn meine Forschungsarbeiten abgeschlossen sind, fällt es mir sicher leichter, über meine Ergebnisse mit euch zu diskutieren. Ich habe gerade versucht, ihn zu bestechen, ich habe versucht, ihn zu bedrohen und ich habe versucht, ihn zu überreden die ganze Zeit und genervt. Und er will mir trotzdem noch alles zeigen, wenn er fertig ist. Wir schaffen den Schlüssel zu Camillos Museum. Ja, ich gucke hier nur so ein bisschen rum. Lalalala. Ich hoffe, falsche Taste. Dass es um etwas Wichtiges geht. Nee, passt schon, ist alles okay. Arbeit ruhig weiter. Psst, 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 psst. Psst. Huch, ein Schlüssel. Guten Tag. So. Hier hatten wir aber noch eine kleine Nebenquest, glaube ich. Und die würde ich auch ganz gerne machen, wenn ich ehrlich bin. Da haben wir ja gesagt, wir kehren irgendwann zurück. Jetzt sind wir hierher zurückgekehrt. Und jetzt würde ich das doch ganz gerne machen. Gucken wir mal. Dann unterbrechen wir diese Quest hier mal. Verschaffe dir Zutritt zu Camillos Museum. Hat er uns nicht sowieso eingeladen in sein Museum damals? War da nicht was? Keinen Zacken aus der Krone brechen. Ich habe einen ungewöhnlichen Edelstein gefunden. Nein, das ist es nicht. Das Haus des Schreckens. Ich hatte eine Begegnung mit Mulgaball, dem Dedra-Fürsten. Nein, das war es auch nicht. Feuer, der Hofzauberer von Yalva.
hat mich gebeten, einen Drachenstein aus dem Ödsturz-Hügelgrab zu bergen. Nein, das ist es auch nicht. Ich habe mich an der Bardenakademie beworben. Nein, das ist es auch nicht. Die verbotene Legende. Vor langer Zeit wurde ermordet und seine drei Söhne von Honig, persönliche Kampfmagier, zur Strecke gebracht. Ich lese das nur ganz kurz mal für mich, dass ich die richtige Quest finde. Das ist es aber nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee, das ist es nicht. Okay, dann muss es bei den verschiedenen Quests dabei sein. Bringe den Zwergenbogen zu Camillo. Nein, nein. Ich weiß nicht mehr, welche Quest das war. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich suche uns die Quest hier raus und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge und dann schauen wir mal, dass wir die kleine Nebenquest hier machen und dann später wieder zu dem netten Herrn darüber gehen. Bis dahin. Ciao.